Hui Bu, das Gespenst. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui Bu ist ein Gespenst. Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. Mit einer rostigen Rasselkette. Richtig. Einziges für Schloss Burgeck behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt. Hier wohne ich. Du sollst doch nicht immer dazwischen reden. Ja, dort oben in der Turmkammer wohnt Hui Bu nun schon seit nahezu 400 Jahren. Seit damals als... Müssen das die Leute wissen? Doch, das gehört dazu. Also vor 400 Jahren war Hui Bu noch gar kein Gespenst, sondern ein lustiger und fideler Ritter mit Namen Balduin. Aber dann kam wieder mal so ein Freitag, der 13., an dem bekanntlich alle schrecklichen und unheimlichen Dinge geschehen. Und ein gewisser jemand, dem Hui Bu heute noch gern mal im stockdunklen Finstern begegnen möchte. Hui Bu, dem würde ich's aber zeigen. Hatte irgendetwas übel genommen und ihn verwünscht. Auf diese Weise war aus dem Ritter Balduin das Gespenst Hui Bu geworden, das seitdem jede Nacht zwischen 12 und 1 Uhr in der Geisterstunde durch das Schloss spuken und laut heulen muss. Hui Bu! Hui Bu! Hui Bu! Ruhe! Seit der Verwünschung waren, wie gesagt, 4 Jahrhunderte vergangen. Hui Bu hatte ein ordentliches Gespensterleben geführt und das Spuken stets pünktlich und zu aller Zufriedenheit besorgt, wie es sich für ein pflichtbewusstes Gespenst gehört. Eines schönen Morgens nun sauste ein roter Straßenkreuzer mit einer dicken Staubwolke an ihm vorbei und hielt mitten auf dem Schlosshof. Aus dem Auto stieg ein junger Mann, schön wie ein Filmstar, in einem eleganten Anzug und mit genau 10 goldenen Ringen an den 10 Fingern. Und da kam auch schon Hui Bus alter Freund, der Schlosskastellan, angewatschelt und machte einen tiefen Kratzfuß. Willkommen, Majestät, auf Schloss Burgeck. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin gekommen als der rechtmäßige Erbe und Nachfolger des verstorbenen Königs Julius des 110. Hast du das gehört, Kastellan? Dieser Mann da ohne Krone, Zepter und Purpurmantel will ein König und Nachkomme jenes Julius sein, dem ich einmal im Schlafe die Bettdecke weggezogen und an den Fußsohlen gekitzelt habe, dass ich nicht leise kichere. Natürlich ist das ein König. Verschwinde! Sagen Sie mal, mein lieber Kastellan, mit wem reden Sie da eigentlich? Ach, das ist nichts. Das ist gar nichts. Aber darf ich Eurer Majestät als neuem Herrn und Besitzer das Schloss Burgeck jetzt vielleicht sein? Als Besitzer, hat er gesagt. Und nach dem Turm aus. Ja, ich kenne den Weg. Mit einem König, in dessen Schloss ein Gespenst spukt, will ich nicht verheiratet sein. Ich fahre heim. Hurra! Halt, aufgepasst, der Burggraben! Da war es auch schon passiert. Mit wehendem Nachtgewand war die Gräfin in ihre Kutsche gesprungen und davongebraust. Und da Hui Bu so schön in Fahrt war und nicht mehr bremsen konnte, sauste er platsch, klatsch in den Burggraben hinein. Doch zum Glück war der Burggraben nicht allzu tief. Und als das arme Gespenst nach einer kleinen Weile sich hustend und prustend wieder an Land gebracht hatte, klopfte ihm der König freudestrahlend auf die Schulter. Ach, das hast du gut gemacht. Ich bin dir ja so dankbar, mein liebes Gespenst. Und ich bin erkältet. Oh je, das ist natürlich eine schöne Bescherung. Du musst dich sofort in deine Holztruhe legen und den Schnupfen mit Fliedertee auskurieren. Musik.
Eines Nachts, Hui Bu hatte die Erkältung inzwischen durch eine Schwitzkur vertrieben, kamen zwei Diebe ins Turmzimmer, wo Hui Bu in seiner Kiste lag. Ganz schaurig wurde dem Gespenst zumute, als es vorsichtig durch das Schlüsselloch der zugeklappten Holztruhe schielte und hörte, wie die eine Gestalt der anderen zuzischte. Weißt du noch, Langfinger, wie der Kastellan unten im Dorfkrug erzählte, dass der König morgen ein großes Geburtstagsessen gibt? Wo ein Festessen Schau stattfindet, mal, Hui Bu, gibt es wir bekommen Besuch. Was zu holen. Oder weißt du, wer der alte Herr mit der Brille und den langen Haaren ist, mit dem sich unser Kastellan am Schlosstor unterhält? Na, soll ich mich an ihn heranschleichen und ihm ordentlich in den Popo kneifen? Nein. Lass uns vorher hören, was er will. Aber ich bitte Sie, Herr Professor, Sie können mir das wirklich ruhig glauben. Und ich versichere Ihnen, wir haben auf Schloss Burgeck wirklich ein Schlossgespenst. Schlossgespenst? Das ist einfach lächerlich. Ich, der berühmte Professor Schlaumeier, bin gekommen, um Ihnen zu beweisen, dass es keine Spukgeister gibt. Spukgeister. Das ist zum Totlachen, ist das ja, ist das. Zum Totlachen? Na, warte, du Brillenschlange. Ich werde ihm als der grässliche Rächer so lange auf der Brille herumtanzen und an den langen Haaren ziehen, bis ihm Hören und Sehen vergeht. Ja, und dann werde ich mich ganz dick machen, wie damals bei dem geizigen Grafen Ottokar. Ich hab dir doch erzählt, wo ich die... Ja, schon 100 Mal, Hui Bu. Ja. Aber jetzt wirst du dich erstmal auf erprobte Gespensterweise dünne machen und ich werde diesen bebrillten Professor freundlich begrüßen. Oh, da kommt seine Majestät, König Julius der 111. Mein bester Professor, ich darf Sie herzlich auf Schloss Burgeck willkommen heißen. Seien Sie für heute Nacht mein Gast. Ich wette mit Ihnen um eine große Flasche Wein. Morgen früh glauben auch Sie an Gespenster. An Gespenster? Mit Vergnügen wette ich dagegen, Eure Majestät. Spukgeister? Spuk, dass ich nicht lache. Spukgeister. In der Nacht lauerte Hui Bu dem Professor auf, als der sich zur Ruhe begeben wollte. Um den Leib sein ältestes graues Gewand, in der einen Hand einen verbogenen Spaten mit wackeligem Griff, in der anderen Hand eine flackernde Stallaterne. So verkleidet wollte das Gespenst ihn als zähneklappernder Totengräber zum Zittern bringen. Endlich kam der Professor. Bei seinem Erscheinen hatte sich Hui Bu so prächtig eingeklappert, dass er sich glatt den linken Backenzahn ausbiss und ihn verschluckte. Aber selbst mit den restlichen Zähnen hörte Hui Bu nicht auf zu klappern und hielt sich dabei die Stallaterne direkt vors Gesicht, damit man auch richtig seinen schauerlichen Ausdruck erblickte. Dieser komische König will mir tatsächlich weismachen, hier in seinem Schloss gäbe es einen Spukgeist. Oh, das ist aber nett, dass Sie mir eine Lampe reichen.